Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen und Industrieunternehmen sind mehr denn je gefordert, Lösungen zur CO2-Reduktion zu realisieren. Wir sind der Überzeugung, dass die Digitalisierung der Hydraulik eine entscheidende Rolle hierbei spielt und haben das unter Connected Hydraulics zusammengefasst. Aber was bedeutet das konkret? Welche Rolle spielt Connected Hydraulics beim Thema Nachhaltigkeit und was hat additive Fertigung damit zu tun? Ich bin Johannes Suess, Produktmanager für Steuerblöcke und heute möchte ich Ihnen genau dazu etwas erzählen. Bei Connected Hydraulics haben wir drei Hebel zum Thema Nachhaltigkeit. Einmal das Thema weniger Energie, das Thema weniger Fluid und das Thema weniger Material. Und konkret möchten wir heute mal am Beispiel von einem Steuerblock auf das Thema weniger Material eingehen. Hier sehen wir einen konventionellen Steuerblock und auf der anderen Seite sehen wir einen Steuerblock, der mit einem additiven Fertigungsverfahren hergestellt wurde. Konkret mit dem 3D-Sandkerndruck. In der Industriehydraulik gibt es neben dem 3D-Sandkerndruck noch ein zweites Verfahren, das SLM oder Direktdruckverfahren. Aber wie gesagt, hier heute möchten wir uns am Beispiel Steuerblöcke auf 3D-Sandkerndruck fokussieren. Man sieht hier drüben den 3D-Sandkern schon mal als negativ und möchte hier gerne mal konkret darauf eingehen, wie so ein Block überhaupt entsteht. Fängt bei der Konstruktion an, wie beim konventionellen auch, aber hier, man sieht schon an den Geometrien, die wir hier haben, haben wir deutlich mehr Freiheiten und entsprechend gucken wir uns hier die Steuerblöcke nochmal detaillierter mit CFD oder Computational Fluid Dynamics an, um die Innenseite zu designen. Und danach haben wir das Negativ des Steuerblocks, welches wir dann an den 3D-Drucker zur Produktion weitergeben. Da wird der Kern dann als Modell aufgebaut in 280 Mikrometer Schichten und danach geht es ganz normal in dem Gießereiprozess weiter. Der Kern kommt zum Abguss und ich habe dann einen Rohblock. Dieser wird noch kurz nachzerspannt und was müssen wir nachzerspannen? Zwei Sachen, Gewinde und Dichtflächen, die müssen wir noch einbringen. Und dann haben wir schon einen Steuerblock, so wie er hier vor uns zu sehen ist, fix und fertig. Klingt eigentlich ganz einfach. So, und jetzt natürlich eine Frage, die sicherlich für Sie relevant ist. Was bringt das Ganze? Wo sind die Vorteile? Wir haben ja fünf Vorteile identifiziert. Einmal das Thema Geometrie, sichtbar hier an den Taschen. Zum anderen das Thema Funktionsintegration, das heißt, Sie können Maschinenelemente in den Block integrieren. Das Thema Gewicht, ganz klar, ich kann ihr Gewicht reduzieren, wenn ich dieses Verfahren verwende. Das Thema Verschlussschrauben, welche dann eliminiert werden. Wichtiger Hinweis, hier vorne hinter dieser Verschlussschraube ist ein Ventil, deswegen ist sie noch drin. Und zu guter Letzt, und darauf möchte ich heute detaillierter eingehen, das Thema Energieeffizienz. Besonders beim Thema Energieeffizienz kommt häufig die Frage an uns heran oder wird an uns herangetragen, was bringt denn das eigentlich? Wie schaut es konkret aus? Was ist denn da wirklich drin? Und vor allem, macht sich das bezahlt? Und wir sprechen über Nachhaltigkeit. Da haben wir beim Thema Nachhaltigkeit neben der Energieeffizienz noch eine andere Betrachtungsweise. Und zwar das Thema Lifecycle. Und da möchte ich zunächst drauf eingehen. Wenn wir mal angucken von der Entstehung des Produkts bis zum Recycling und den Betrieb mal kurz ausklammern, was sparen wir denn da eigentlich? Ganz konkret, wir sehen es ja am Block, die Materialaussparung, das heißt im Vergleich, ich brauche schon mal weniger Material bei der Herstellung. Und das ist schon mal der erste Hebel, den wir haben, weil Material, was ich gar nicht benötige, das muss ich auch nicht erhitzen, das muss ich nicht abgießen, das muss ich nicht zersparen, das ist gar nicht da. Und das wirkt sich natürlich neben der Produktion auch beim Transport und ganz am Ende beim Recycling aus. Konkret bei diesem Beispiel hier, was wir vor uns sehen, sparen wir uns 50 Kilogramm ein. Das ist ungefähr ein Drittel des Blockgewichts. Und diese 50 Kilogramm eingespartes Material über den gesamten Lebenszyklus des Steuerblocks, das übersetzt sich in 130 Kilogramm CO2, welche wir einsparen. Und wenn wir das mal vielleicht ein bisschen konkretisieren, was heißt das dann? 130 Kilogramm CO2, das ist entweder eine 1000 Kilometer Autofahrt oder wenn Sie eine Kleinserie haben, ungefähr ein Jahr Heizen Ihrer Wohnung. Schon mal nicht schlecht. Aber das ist ja erstmal was, was Sie jetzt direkt im Betrieb nicht merken. Deswegen die zweite Frage, was ist denn jetzt konkret beim Thema Energieeffizienz drin? Und auch hier, wir haben es ja gesagt, wir konstruieren das entsprechend mit CFD-Simulation, um sicherzugehen, das meiste rauszuholen. Und hier können wir dann entsprechend Druckverluste einsparen. Konkret, wenn ich den Block hier 3000 Betriebsstunden betreibe im Jahr, spare ich mir da dann ungefähr 750 Kilowattstunden ein. Und das übersetzt sich dann wiederum in ungefähr 450 Kilogramm CO2. Ja, und das wiederum, ja, hat es gerade eben schon gesagt, am Beispiel Autofahrten, ungefähr 3000 Kilometer Autofahrt oder wenn ich das jetzt als Kleinserie wieder habe, dann sind das ungefähr 3 bis 3,5 Jahre Heizen Ihrer Wohnung. Gar nicht mal so schlecht.
Und jetzt werden Sie wahrscheinlich zu Recht sagen, ja, Moment mal, 750 Kilowattstunden, das ist ja gar nicht so viel im großen Ganzen der Maschine. Und da sagen wir, ja, das stimmt. Aber wichtig ist beim Thema Nachhaltigkeit, die Systemsicht zu haben. Und für das System ist einmal das Design wichtig und zum anderen natürlich die Einzelkomponenten. Und genau hier greifen wir an. Steuerblöcke als Teil vom Gesamtsystem, neben drehzahlvariablen Antrieben und Ähnlichem, können da ihren Beitrag leisten. Und zu guter Letzt natürlich noch die Frage, macht sich das bezahlt? Und wenn ja, wann macht sich das bezahlt? Mit 3000 Betriebsstunden sagen wir, das ist ungefähr nach 3,5 Jahren ein Thema, wo die Amortisation eingetroffen ist. Und danach sparen Sie in jedem Betriebsjahr auch noch Geld. Gar nicht mal so schlecht. Mit dieser zukunftsfähigen Lösung unterstützen wir Sie beim Thema Nachhaltigkeit. Kommen Sie gerne auf Ihren Rexroth-Ansprechpartner vor Ort zu, gehen Sie auf unsere Webseite oder schauen Sie in die Videobeschreibung für weitere Infos. Wir freuen uns auf Sie.